DM hat auf der einen Seite Rekordumsätze, auf der anderen Seite ist DM bekannt dafür, für die besondere Unternehmenskultur. Wie geht das zusammen? Naja, ich würde sagen, das eine bedingt das andere. Die besondere Unternehmenskultur entsteht aus der Haltung heraus, dass die Menschen das Wichtigste sind. Und das fängt natürlich bei den Kunden an. Und das ist eine andere Haltung, also wenn ich die Haltung habe, den Gewinn maximieren zu wollen. Also die Kundenorientierung ist das absolut Wichtigste, genauso wie die Mitarbeiterorientierung, weil die Menschen bei DM Drogeriemarkt, die sind ja für die Kunden da und die müssen dann auch zufrieden sein mit ihren Arbeitsumgebungen. Dann können sie auch gegenüber dem Kunden das ausstrahlen, was den Kunden wieder positiv anspricht. Und sprachen Sie gerade schon von Gewinnmaximierung. Es gibt ja viele Unternehmen, die auf Lohndumping setzen, auf Leiharbeit. Wie sehen Sie diese Entwicklung in der Wirtschaft derzeit? Naja, also ich denke, die Frage der nachhaltigen Entwicklung, da glaube ich schon daran, dass unser Weg von DM derjenige ist, der nachhaltig gesündere und bessere Weg ist. Weil wenn man eben sozusagen trickst, ne, dann entlarvt sich das irgendwann. Und da ist eigentlich ein großes Risiko, dass sich das dann auch entsprechend rumspricht und dass man dann Probleme damit kriegt. Und deswegen versuchen wir mit allen unseren fast 34.000 Mitarbeitern in Deutschland immer am nahen Kunden zu sein und authentisch zu sein und eben nicht mit schlechten Behandlungen der Menschen, ne, zu agieren, weil wie kann man denn erwarten, dass Menschen, die man schlecht behandelt, also zum Beispiel mit Lohndumping oder so, dass die gegenüber dem Kunden freundlich sein? Das ist ja eigentlich anachronistisch. Und insofern glaube ich, dass es höchst sinnvoll und auch notwendig ist, dass jeder Mensch auch das hält, was ihm auch zustehen sollte. Mhm. Nun setzen Sie ja Vertrauen statt Kontrolle. Wie merken die Mitarbeiter das, dass das Vertrauen bei DM sehr wichtig ist? Ja, es ist eine Aufstellung vom Gesamten her. Also wir haben sozusagen die hierarchische Pyramide auf den Kopf gestellt. Oben ist nicht dort, wo der Chef sitzt, sondern oben ist dort, wo der Kunde ist und wo die Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten sind, die im Kundenkontakt sind. Und so ist die ganze Organisation. Also wir haben keine so hierarchischen Anweisungen im System, das gibt es bei uns alles nicht. Wir haben keine Budgets bei DM, sondern die Menschen planen das, was sie für sinnvoll und notwendig erachten und kriegen keine sozusagen Vorgaben von oben, sondern müssen sich selbst eben fragen, was sie für Rahmenbedingungen brauchen für erfolgreiche Eigeninitiative, unternehmerische Leistung.